Ja, Clasher, guten Morgen, seid willkommen zum neuen Video. Heute wieder Kometeor, Kommentare kommentieren. Ich will mit euch so richtig im Video Kontakt aufnehmen und ich habe mir das Video rausgesucht, Castle Clash, The New Hero Gameplay in den unterschiedlichen Spielmodi hier. Das Video kam ganz gut an und es gibt eine Menge Kommentare, 42 Stück an der Zahl, und da wollen wir einfach mal reinschauen. Ja, der erste, der mir hier sich bedankt hat, ist der Pomme. Nochmal an dich, Pomme. Vielen, vielen Dank, dass du mir deinen Account zur Verfügung gestellt hast, dass ich damit spielen konnte. Und ja, herzlichen Glückwunsch zum neuen Erzengel Michael. Vielleicht findest du ja mit ihm ein bisschen wieder weiter Spaß an, an Castle Clash. Yo! So, Max Baumann hat, wie ich finde, zu viel Leben. Wie äußerst du dich dazu? Endzeitstille antwortet, dafür kassiert er auch den vollen Damage, was als Tank nicht gerade vorteilhaft ist. Ja, also er ist der Held mit der meisten Damage. Quatsch, mit dem größten HP-Pool, also Lebenspool an sich überhaupt in diesem Spiel, der jetzt neu kommt. Aber er kassiert echt alles ein. Wir sind noch am Rumdiskutieren, wie es mit einer Flammenwache ist, ja, oder mit einer Steinhaut, was da reflektiert wird, ob man dadurch den Schaden, ja, ein bisschen reduzieren kann. Aber ich persönlich denke einfach mal, Bollwerk für PvP. HP-Modi ist auf jeden Fall eine gute Sache, weil du hast ja nochmal 60% mehr HP und noch ein bisschen mehr Damage. Der Damage ist jetzt nicht so ganz krass, aber darauf kommt es, denke ich, auch nicht an. Ja, also von daher denke ich, ein Bollwerk, 60% mehr Leben, hallo, dann packst du noch 4er Hartnächtigkeitsruden drauf oder irgend sowas, Kelch des Lebens, und dann hat man schon echt einen ziemlich krassen Held. Ja, wie äußere ich mich dazu? Ja, ist eben so. IGG hat ihn so programmiert, so nehmen wir auch. So, Innosop, Hashtag Meteor kann ich Kopf rechnen. Okay, habe ich mich wahrscheinlich in der Eile mal wieder verrechnet. Das passiert halt. So, King Kong Club, lol, Evo-Helden, aber keine blaue, grüne Garni. Ja, aus dem Grunde, weil der Account ja mehr oder weniger von Pommen nicht mehr gespielt wird. Deshalb, BGTA hier, ist der Engel also denn, also neue Held ein Junge? Okay, also ja, der neue Held wird ein Junge sein, weil er heißt ja Michael und nicht Michaela. Von daher nehme ich einfach mal an, er ist ein Junge. Wobei ich ihm noch nicht unter den Rock geschaut habe und IGG hält sich da auch ziemlich bedeckt. Butters schreibt, ich finde, IGG bringt viel zu schnell Helden raus. Wie soll man denn da hinterherkommen, besonders als Free-to-Player? Es sollte mal 3-4 Updates geben, wo man keine neuen Helden gibt, sondern nur Bugfaces, neue Features und ein paar Vereinfachungen der Bedienung. Butters, wie auch immer, da hast du vollkommen recht, das sehe ich so ähnlich. Ich habe mich ja auch sehr doll zurückgezogen, was das Geld ausgeben im Spiel angeht. Ich mache viel jetzt nur noch mit den gesparten Gems. Und ja, man hängt irgendwann hinterher, du hast komplett recht, mir geht es auch so, also von den Helden, die man haben kann, ich rede jetzt nicht von Event-Helden, sondern von denen, die rauskamen, fehlen mir auch noch einige, die ich nicht habe. Gut, kann ich mit leben, ich kann alles spielen, alles okay. Für die Neuanfänger, die haben natürlich viel mehr Möglichkeiten, das ist auch schön, aber das Spiel ist so und IGG ist so und natürlich, ja, eine Firma läuft nur, wenn ein bisschen Kohle reinkommt, so ist das im Leben. Und aber grundsätzlich müssen wir tatsächlich jetzt wirklich nicht jedes Mal einen neuen Helden kriegen. Und gerade um die Weihnachtszeit, Weihnachtsupdate, Januar-Update, im Februar ist, glaube ich, auch schon wieder Valentinstag, ja, und sowas. Also gibt es den nächsten Helden. Also da ist die 4 Wochen, 5 Wochen Frist für den nächsten neuen Helden tatsächlich echt richtig kurz. Da hast du vollkommen recht, man kommt kaum hinterher. Tja, neue Helden bringen das meiste Geld für IGG, weil die Casher ihn unbedingt haben wollen. Dazu sage ich erstmal nichts. Dominik, 5341, seine Kopie ist echt stark. Ja, die ist stark. Hat er 100% Chance für Creed? Gute Frage. Ich weiß es nicht, aber sie löst offensichtlich einen Haufen Creed-Schaden aus. Wir werden mal sehen, wenn wir mal beim Support mal anfragen und schauen, wie die Stats von der Kopie sind. Das interessiert mich auch total. Weil er im Video immer jeden Angriff gemacht hat und die hat einen guten Schaden, also die Kopie. Ja, hat er. Wie entsteht eigentlich die Kopie? Also, ich muss mich korrigieren, da gibt es noch ein paar Kommentare. Die Kopie entsteht, wenn Michael angegriffen wird, ja, nicht wenn er auslöst, nicht wenn er prockt, er hat, nein, er ist kein Autoprock-Held, habe ich ja auch mehrere Kommentare hier bekommen, ich habe es einfach mal als Autoprock bezeichnet, weil, okay, aber es ist tatsächlich so, der Held wird getroffen, kassiert ja einen Treffer, hast eine 50-50-Chance, dass die Kopie kommt oder eben auch nicht. So,
Sobald der Engel von einem Gegner angegriffen wird, wird eine bestimmte Chance für die Kopie, würde ich denken. Ja, genau so ist das auch. So, kann man IGG noch mehr in den Arsch kriechen? Weiß ich nicht, wenn du dich jetzt darauf beziehst, dass sich das Gildesystem, das überarbeitet wird, beziehe, dann weiß ich nicht. Ich persönlich finde das Gildesystem gut. Ich habe lange Zeit aktiv in einer sehr, sehr hohen Gilde in Lords Mobile gespielt und das Gildesystem ist da echt wesentlich besser. Von daher finde ich es gut, was sie machen. Und je mehr man an Belohnungen bekommt in diesem Spiel, umso schneller hat man Accountfortschritt. Also von daher finde ich es gut. So, Tobias, genau das habe ich auch gedacht. Wirkt auf vollem echt unsympathisch, wenn man das so penetrant macht. Gut, ich mache aus meiner Meinung jetzt keinen Hehl. Ich finde das Gildensystem-Update gut und ich denke, da kommt auch noch mehr auf uns zu. Von daher alles okay. Norris, FC, Schlosskonflikt, der Held kommt nur, wenn Michael angegriffen wird. Genau, 50% Chance. Schreibt auch Zyklol, ja, oder so. Genau so ist das. So, Pferdenippel, lustiger Name, auf jeden Fall. Der Held ist also nicht Autopock, lol, er prockt 50%, wenn er getroffen wird. Ja, also er prockt nicht, er löst die Kopie aus, ja, um jetzt hier mal ganz krümelkackerig zu sein. Ja, meine auch mit Autopock, das ist unabhängig vom Stand der Energieleiste. Ja, habe ich jetzt alles erklärt, das ist diese, so. Hab mal eine Frage, wann kommt das auf dem deutschen Android-Server, das Update? Also, für den 17., um es jetzt nochmal zu sagen, 17., also morgen soll US dran sein. Wenn wir es im gleichen Tonus kriegen, dann hätten wir es auch morgen, aber ich weiß es noch nicht. Ich habe auch noch die Foren noch nicht durchgeschaut. Vielleicht bekommen wir es ein paar Tage danach. Gut. Warten wir halt einfach, ja, irgendwann kommt's, das ist Fakt. Probleme 2, einfach nur low, schwach und einfach nur wieder eine Kopie, Wiedergänge, einfallslos, over 9000. Du beziehst dich jetzt also auf den neuen Helden, nehme ich mal an. Gut. Der Damage-Buff, den er raushaut, finde ich gut. Na klar, irgendwo sind die Möglichkeiten von IGG auch begrenzt. Aber wir kriegen einen dritten Buffer. Der ist natürlich auf jeden Fall für einige Spielmodi total interessant. Meine Meinung. So, Sache klar, habe 64k Macht aktiv und nicht zu schwach, okay. So, 2 THW, ich denke, er kann ziemlich stark sein und du solltest ihn lieber gut testen, bevor man sowas sagen kann. Das sehe ich auch so. Und mit Wiedergänger hat er, finde ich, sehr wenig zu tun. Finde ich persönlich ähnlich, den Wiedergänger habe ich, benutze ihn null. Schädelkrieger schreibt, habe ihn auch in der ist mega geil, nice Video, mach weiter so. Danke Schädelkrieger, ich nehme an, du hast auch den Wiedergänger. Legend TV, sehr, sehr nice Video. Ja, danke. Freshest to Death. Halt alle draufpacken. Also, wenn man Eile draufpacken könnte, wäre es total toll. Aber nein, der Held hat keine Eile. Doch, er hat Eile. Wir haben es ja mit Hunted, ausgetestet. Ja, und deshalb 5-mal klicken oder so. Ja, okay. Beenden wir diese Eile-Diskussion. Nicht, dass ich wieder was Falsches sage und dann kriege ich wieder 1000 Kommentare. Nein, er hat keine Eile. Julius Rotter schreibt: Wie heißt die Gilde beim Taiwan? Ich habe da auch einen kleinen Account und ab wie viel Macht diese Gilde ist. Ab 0 Macht, du kannst reinkommen, die Gilde ist relativ inaktiv, bis auf ein paar Member, die dort ab und zu mal was machen. Und die Gilde heißt großgeschrieben Technokraten. Ja, alles großgeschrieben, Technokraten. So, we need friends in our guild, search for D-reject or hit me up, thank you. Okay, ja, dann bitte. Nice Video, make it, keep it up, weiter so. Okay, Grizzles, die Facecam ist asynchron. Ja, das kriege ich ab und zu mal geschrieben, gerade wenn man ein bisschen schneidet. Und bei diesem Video hier habe ich eine Menge geschnitten und dann verrutscht manchmal ein bisschen was. Aber ich habe es mir selber angeschaut, also ganz ehrlich, so schlimm ist es jetzt nicht, das hatte ich schon krasser. Aber danke für den Hinweis, wir versuchen natürlich immer die Qualität unserer Videos hier zu verbessern. Han Solo schreibt, also noch ein Platz bei Don Mojus frei. Ja, das haben wir geklärt, der Hansi ist jetzt bei uns. Nochmal willkommen an dich. So, Probleme schreibt, ach, wie viel Macht ist mein Clan? Also, mein Clan ist, ja, also wir haben auch kleine Spieler, wir wollen ja nicht in die Top 100, muss ich jetzt nochmal so dazu sagen, Quatsch, wir sind ja Top 100, wir wollen jetzt nicht in die Top 10 oder so, weil der Gildekrieg einfach viel zu schwierig ist, das nervt auch einfach nur. Ja, also von daher, wir haben eine Gilde, Begrenzung, wie viel man im Gildekrieg an Punkte A erzielen muss. Wenn du die schaffst, kannst du gerne kommen. Also wir haben auch Accounts mit 45.000 Macht dabei und wir mögen diese Mischung. Ja, was soll ich noch dazu sagen? Ich glaube, wir haben so viel Anmeldung. Inzwischen ist die Gilde erstmal alles reserviert. So, das war Kometeo heute für den Montag. Macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Clasher, haut da rein. Tschüssi.